Sekunde, mal ganz kurz eine SMS eben durchlesen. Alles klar. Ich finde es lustig. Empty Slot. Ah ja, gut, man kann ja auch das andere spielen. Nee, ich habe Lust nochmal, oder? Wir machen das mal. Ich werde auf alle Fälle die Boxhandschuhe und die Schuhe ausprobieren. Das ist cool. Ja, schade. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen, finde ich. Oder? Einmal bin ich ja vor so einem Wasserviech weggekommen. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass der so schnell ist. Guck mal, dieses Biom kennen wir auch noch nicht, ne? Unten ist Eis, kann das sein? Das ist Wasser. Dieses Biom kennen wir auch noch nicht. Das überrascht alles immer wieder. Und ich will dieses Viech da hinten mal rauslassen. Oh, guck mal, was ist das denn da? Da geht mal ran. Hallo? Ne, okay, ist einfach nur so da. Dann bauen wir ein bisschen Stein ab. Das ist so geil gemacht, ey. Ab Level 3 gibt es den Quickstart, also mit ein wenig Crafting-Materie. Wie Crafting-Materie. Nachtschatten, hallo. Mimaus, hallo. Der ist cool, ich mag das Spiel. Also wie gesagt, das erste Survival, also oder das erste Permadeath-Spiel, wo man eher denkt, okay, ich fühle mich ein bisschen belohnt für den Permadeath, weißt du? Das finde ich schon, das ist nicht eine gute Sache. Material, was mit, achso, Material zum Start. Okay. Jo, guck mal, dann haben wir den Stiefel. Oh, wir haben leicht was zu essen, das ist auch gut. Den machen wir mal unbootified, so, sehr schön. Den nehmen wir mit. Und dann verprügeln wir den mal. Ah, das ist auch ein ganz kleiner, ne? Guck mal hier. Sehr schön, ein Flappel. Das sind noch Bäume. Ich würde sagen, so ganz früh am Anfang haben wir sowieso nichts zu verlieren. Da können wir ruhig mal hin und versuchen, die Sau da rauszulassen, ne? Die killt mich wahrscheinlich dann. Das ist so geil gemacht. Ah, jetzt schon wieder Nacht. Okay, wie viel haben wir? 13 Holz, das geht. Ich weiß auf alle Fälle, dass sich diese eine Inventarslot da nicht lohnt. Das ist nur einer. Das lohnt sich. Das lohnt die Ressourcen nicht. Also erstmal nicht. Ja, es ist ja gut. Guck mich nicht so an. Nimm die Zunge wieder rein hier. Nicht von wegen Anlecken gehört dir. So läuft's nicht hier. Hey. Oh, verdammt. Lass das. Haha, der macht kein Wasser. Jetzt ist er weg. Gut zu wissen. Glibber löst sich im Wasser auf, was? Oder bist du noch da? Nee, ist er nicht. Anscheinend nicht. Na nu? Ah, da kommt er wieder, oder was? Bist du's? Komm her. Na, der hat Schiss. Der ist es. Der weiß nämlich, sein Schicksal ist besiegelt. Ich warte erstmal ab, bis ich die Boxhandschuhe habe, aber dafür brauche ich wahrscheinlich eine Workbench, denke ich mir. Ich hätte es cool gefunden, wenn ich die direkt zum Start kriege, die Box. Ah ja, gut, vielleicht ist es doch besser mit Craften, denke ich mir. Den bauen wir mal mit, wenn ich den mitnehmen kann. Den kann man nicht. Dann gehen wir nochmal rüber. Mal gucken, ob wir dieses Viech da freilassen können. Das ist doch wieder dasselbe Spielchen, oder?
Ja, aber nehmen auch den kleinen Baum mit. Da haben wir keine Hemmung. Oh, der ist größer. Nee, ist er doch nicht. Uranium ist das. Krass. Das Grüne, das hatte ich auch vor meinem Haus liegen, bevor ich es nicht mehr wiedergefunden habe. Mach doch. So. Das ist Uran. Was mache ich denn mit Uran? Ich glaube, wir gönnen uns mal so einen Schleppel. Nuklearreaktor. Was love to snack on tasty uranium treats and then vomit out obscene amount of energy. Okay. Ja, ein obszöner. Und da oben ist wieder. Da steht aber Wrong World jetzt da oben. Seht ihr das? Das ist ja Anspielung auf den Hollywood-Schriftzug. Da steht jetzt Wrong World. Cool. Ja, da ist dasselbe Ding wieder drin. Aber wie kommen wir denn das da runter? Wir müssten da oben hoch. Ich komme hier aber nicht hoch. Ist hier denn hier ein Schalter irgendwo oder so? Okay, das machen wir nochmal. Das kann nicht so einfach. Vielleicht werden wir Freunde. Auch wenn das Zeichen was anderes verspricht. Inselt Uranium. Uranum. Cool. Kann ich das Uran wieder mitnehmen, bitte? Ne? Stiefel. Das wird mich doch aber gleich killen, oder? Help Hamster. It seems unhappy about its bare feet. Verdammt, ich habe einen Stiefel kaputt gemacht. Also dieser Hamster braucht 4 Stiefel. Dann haben wir doch eine Quest, oder? Ah, Sand, guck mal. Oh, viel Sand. Wir holen nochmal Holz. Dann malt die Hamster auf Tube. Ich meine, ganz ehrlich, das Bild da oben ist, spricht ja Bände, ne? Aber vielleicht merkt er sicher, dass wir ihm geholfen haben und frisst uns langsamer. Ich weiß es da auch nicht. Ich hätte ganz gerne ein hübscheres Biom. Lass uns erstmal Holz holen. Da ist nochmal Sand. Also wenn ich jetzt hier alles abbaue, will ich hier auf alle Fälle nicht unbedingt... Oh, wie schön. Guten Tag. Ich vielleicht auch aus dem Lederstiefel machen? Nein. Also nicht hier.
Wie viel Holz habe ich? 15. Dann können wir uns eine Pickaxe machen. Dann habe ich keinen Platz mehr dafür wahrscheinlich, ne? Verdammt, also essen wir noch so ein 2 Flapples, dann können wir die Pickaxe auch aufnehmen. So. Ja, komm her. So. Eigentlich geht es ja nur darum, eine Workbench zu bauen, ne? Was stimmt denn mit dir nicht? Boah. Nochmal Uran, alles klar. Eigentlich geht es dann nur darum, eine Workbench zu bauen. Eine Workbench können wir uns ja auch hier bauen und ein Campfire oder sowas, oder? Wir können uns ein Campfire hier bauen. Na, komm mal auf. Nee, ich will schon lass uns die. Da vorne ist grün, da könnten wir es machen. Obwohl es auch nicht viel grün, ne? Ich meine, das Gute ist dieses, die Plattform, da finden wir überall wieder, ne? Das ist eigentlich nicht so das Problem, die wiederzufinden. Der frisst sich bestimmt erst, wenn er seine Schuhe da gehe ich von aus. Da gehe ich stark von aus, dass das so sein wird. Ich meine, die Zeichnung sagt es ja schon, ne? Dass der mich killen wird. Der wird mich genau dann killen, wenn er alles hat, was er braucht. Das heißt, wenn er schnell laufen kann. Gehe ich auch von aus. So naiv bin ich ja nicht. Die Wüste ist ein recht friedliches Biom irgendwie, ne? Oder? Aber malerisch ist es ja, ne? Na mach. In der Wüste bleiben. Was soll ich hier Kilometer weit durch die Gegend rennen, um hier ein Haus zu bauen? Wobei, ich bin so am Kartenrand, ne? Ein zentralerer Punkt wäre vielleicht schon cool, oder? Ja, kann ich alles nicht. Aber ich finde das Biom nicht so schön, ja. Ich will auch nicht so weit weg vom Hamster sein, oben auf dem Werk. Wo hier oben drauf? Oder auf dem, wo der Schriftzug steht. Was meinst du? Ist nicht so gut. Ja, da oben höchstens, ne? Könnte man eigentlich meinen, ne? Sind wir auch ein paar Meter. Zu laufen. Ist aber größer, ne? Oder? Will ich mir das sagen. Armes Ding. Okay, Fleisch und Leder. Potion Station. Ich habe keine Coin. Ärgerlich. Gewitter oder was? Beim Schriftzug, ja. Muss kein Gift sein. Das muss kein Gift sein. Na, gleich wird es schon wieder dunkel.
Ist die Frage, wie schwierig ich da hochkomme. Wenn ich da immer Verrenkungen machen musste, um da hochzukommen, ist das eventuell unpraktisch, da oben zu bauen. Wollen wir mal gucken. Na gut, da hätten wir eine Kanone. Mit der kommen wir da hoch. Da ist nur besetzt vor der Kanone, das ist das Problem. Ah, das ist zumindest ein Ort, den man wiederfinden könnte, ne? Richtig mieses Wetter hier. Muss ich jetzt echt einmal im Kreis laufen? Hoch, du. Wenn ich denn nur mit Hilfsmittel hochkomme, ist auch doof. Ja, muss einmal ganz im Kreislauf. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ich würde jetzt erst den Boxring ganz gerne mal ausprobieren. Das war diese explodierende Kiste, die ich entdeckt habe bei meinem ersten Versuch nach einer Minute. Scheiße. Mann. Wieso hast du dein Auge schon wieder? Du hast den Boxring zumindest berührt, ja? Ich dachte mir auch, ey. Das ist, oh. Ey, Mann, da kannst du einmal wenigstens den Boxring, dachtest du, kannst du ausprobieren. Aber ist lustig. Also, da war ja wieder so ein Teleporter. Weiß denn jemand von euch, ob der mich in eine andere Welt bringt oder ob er mich auf dieselbe Map bringt, nur woanders hin? Das würde mich mal interessieren. Wisst ihr, was ich jetzt esse? Ich esse so ein Kuhbonbon, haha. Well War. Sunday Well War. Genau. Du guckst Wrestling? Fällt mir jetzt gerade so auf dabei. Ich hole mir mal ganz kurz nochmal eben. Der bringt dich um? Der Boxring? Hm. Ich hole mal ganz kurz eben Cappuccino, okay? Bis gleich.